So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt euch schön mit was zu trinken versorgt. Knabbereien. Die Namen der Bands und das entsprechende Album, das in den Pausen immer laufen, wären echt mal interessant. Ich hau das gerne auf Discord danach kurz raus. Wenn nicht auf Discord, dann könnte ich es auch noch auf Twitter oder sowas tun. Aber das kriegen wir wohl hin, das kriegen wir wohl hin. Samsas Traum wäre das jetzt mit, ich glaube, Asenka. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, Mann. Ich glaube, Asenka. So, habe ich das verpasst? Eben kurz gucken, ich muss jetzt auf BB. Grannys Lieblingsenkel hat uns erstmal verlassen. Nicht nur dir, wieder super Musik. Jo, okay. Dann würde ich sagen, schnacken wir jetzt erstmal munter weiter. Vogel. Das ist also Haribert? Haribert. Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Was ist denn? Ich rede mit dir, Junge. Also er ist ja quasi auch gefangen durch seine Tätigkeit, die ihn an diesen Ort und an diesen Vogel bindet. Seit 3 Jahren. Und er riecht echt ganz gern an einem. Also es läuft bei ihm, würde ich sagen. Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Ja, so ein Thema, da haben wir erst kürzlich drüber geredet. Immer so weiter, immer so fort. Immer aufs Wochenende zugearbeitet, ne? Ja, ja. Ich kann ihn ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Also heute fühle ich mich auch selber ein bisschen so und mir graut es vor nächster Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine schöne neue Woche, dann bald, aber es dauert ja noch. Wir haben ja zum Glück morgen schon Freitag, nicht wahr? So, lass mal eben kündigen. Ja, jetzt, du wolltest gerade sagen, hau doch einfach in den Sack. Hau doch in den Sack, du hast ja jetzt auch... Also ich glaube nicht, dass er die letzten 3 Jahre irgendwas verdient hat. Da hätte er auch einfach nach Hause gehen können, ne? Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Oh, die Geruchsdroge. Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Oh weh, wir haben Urlaub. Oh, Urlaub. Nächsten Monat. Nächsten Monat habe ich auch mal Urlaub. Eine ganze Woche am Ende dann. Letzte Woche des Monats. Ich bin sehr vorfreudig. Vorletzte? Es steht in meinem Kalender, es kann nicht schief gehen. Zu Hause. Es muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch, ich... Seine Augen. Ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh, aber ich liebe sie doch so. Gott. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Das war so klar. Es war so klar. Oh weh, der Arme. Sehner. Oh weh. Damo, Grüße gehen raus. Willkommen, willkommen. Er ist echt ein bisschen sad, der Mann. Und übrigens, er hier hat wieder richtig krasse Muskelarme, ne? Ist wieder schon wie ein Kumpel. Hat aber auch Muskelbeine. Bin mal gespannt auf sein. Aber jetzt reden wir erstmal noch ein bisschen über Zuhause. Wo ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern. Und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Naja, das hast du jetzt gerade gemacht, ne? Gut, dann sind wir mit seinen Gesprächsoptionen erstmal durch.
sprich dich später. Ja, das glaube ich ungesehen. Darf ich nochmal an dir riechen? Laufuchs will auch an Leuten schnüffeln. Ja, ich gehe immer so durchs Leben. Das ist das Erste, was ich mache. Ne? Zur Begrüßung erstmal eine Nase nehmen. Ne? So, ich würde sagen, jetzt schnacken wir mal mit dem Mann da. Was weiß. Das würde sicher niemand vermissen. Oh, nimm mal mit das Ding. Hey, Finger weg. Nicht anfassen. Konroyalist, dann schnacken wir. Erstmal gucken wir ihn mal an. Er scheint Ketchup wirklich zu mögen. Er hat einen riesigen Behälter, ne? Oh, reden wir erstmal mit ihm. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was Foggo. Ist dein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Bravo! Was ist ein Foggo? Was hast du denn für ein Problem mit Flötennasen? Hau mal raus, du! Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist widernatürlich. Foggo hasst Pfeifen. Warum hast du denn Pfeifen? Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Foggo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Okay, also wenn er Pfeifen hört, dann ist er sehr konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Ich kenne das, ich bin auch manchmal sehr konzentriert wie ein richtiger sehr konzentrierter. Heute erst war die Konzentration krass bei mir. Schnappen wir mal weiter. Was ist das? Ein Wurzelburger. So sieht das also aus. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Außer die Wurzel sieht irgendwie aus wie eine gammelige Wurst. Na egal. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Ich verstehe. Die überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Ja, ja, schon klar. Erzähl mehr. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirr Foggo nicht mit Tatsachen. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Foggo findet, das reicht, um jemanden zu hassen. Foggos Welt ist relativ einfach und simpel gestrickt. Da wird nicht zu viel hinterfragt. Ne? Er hat da so seine Ansichten und er ist in einer postfaktischen Zeit. Es läuft bei ihm. Das ist wieder relativ aktuell, muss man sagen. Also das kannst du heute immer noch mehr denn je sogar wieder heranführen. An die aktuelle Zeit und Situation, ne? Wurzelburger! Störe ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Wurzelburger. Einen guten, alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Aspasien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein. Das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Mieser Typ, dieser Foggo. Hau ihm das einfach so ins Gesicht. Das ist doch eine miese Type, dieser Foggo. Wer von euch würde denn jetzt mal, wenn ihr den Wurzelburger dort seht, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ne? Wer würde ihn probieren? Wer würde einen Wurzelburger probieren? Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Den Burger? Ja. Den Ketchup-Spender. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben.
Wenn da kein Fleisch drauf ist, gerne. Ich glaube, da ist kein Fleisch drauf. Das ist ein Wurzelburger. Und die Wurzel scheint wirklich eine echte Wurzel zu sein. Eher nicht. Also ich würde ihn... Er sieht ja sonst lecker aus, bis auf diese Wurzel. Aber die kann man bestimmt auch wegmachen. Dann hat man halt einen Burger. Jovi, ich denke eher nicht. Ach Leute, ihr müsst doch mal was riskieren. Man muss doch mal so einen Wurzelburger ausprobieren. Trötenjäger. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst du schon immer Flötennasenjäger? Foggos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Foggo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Foggo ist gleich als einer der ersten den Con-Royalisten beigetreten. Jetzt leitet Foggo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Läuft bei Foggo. Bibliothekar. Okay. Ich würde lieber einen von den Pulled Pork Burgern essen. Ohne Spaß. Das Ding war der Burner. Also ich habe den ja nur nachgebaut. Hier gibt es bei uns ein etwas edleres Restaurant. Da gibt es so einen Pulled Pork Burger. Aber da ist das Pulled Pork aus dem Konvekt Tomaten so hochgezogen. Ist auch lecker. Ich habe da nichts gegen. Es gibt da ja so ein paar Griller, die sagen, wenn das nicht auf dem Smoker gemacht ist, dann ist das kacke. Das kannst du nicht essen, diese sipsche Scheiße. Mir geht es ja primär darum, dass das schön zart und köstlich ist. Und da geht das auch aus dem Konvekt Tomaten. Ist etwas anderes und ist nicht schlecht. Aber meine Variante war schon... Das war schon ganz schön geil. Also ich sitze hier gerade mit meinem eigenen Burger. Was gibt's denn für einen Burger? Ich habe gleich Salat. Was gab's denn bei uns heute? Bei mir gab's heute so einen Frösterbeutel. Tatsächlich. Mal eben einfach und schnell. Hat sich extrem lecker. Ach, das war auch super gut. Habe ich Bilder gepostet? Ich glaube ja, ne? Richtig kaputt. Richtig kaputt. Das war wirklich, das war erste Sahne. Und ich habe gerade eben, war ich ja noch einkaufen und habe dann Zeug in die Gefriertruhe gepackt und habe gesehen, da ist noch ein Sack Pulled Pork drinne. Ja, geil. Ne? Trötenjäger. Und wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Foggo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Foggo merkt sowas. Foggo ist ja kein Vollidiot. Nein, das ist der Foggo nicht. Ja. Wie er guckt. Ach Gott, ist Robert süß. Das wäre so perfekt von Avatar jetzt. Dieses mit diesen Weeds. Also, das ist ja grandios. Ich muss da einen Screenshot von machen. Ich brauche ein neues Profilbild. Ich habe gleich eine Dönerpizza. Nase kaputt. Falke. Teilen. Ich wollte ja sagen, Falke, bist du wie Foggo oder würdest du teilen? Ne? Froster ist mega. Tatsächlich finde ich, ich bin Fan. Also wenn es mal schnell gehen muss und man nicht irgendwie mit Geschmacksverstärker vollgepumptes Zeug essen möchte, dann gehen die Froster-Dinger echt klar. Vor allem, wenn die im Angebot sind, kannst du echt nicht meckern. Also, das geht klar. Also, Preis-Leistung. Mach's gut, Foggo. Ist okay. Ja. Zisch ab, Junge. So, mal sehen. Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist. Muss also weg. Hey, Finger weg. Ich will das doch reparieren. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Okay, Foggo. Foggo hat kein Vertrauen. Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Ah, Foggo übt, während er spendert. Hey, Finger weg. Okay, was haben wir da noch? Sieht aus, als würde man die Tomaten durch einen CD-ROM-Schlitz einführen. Ne? Bisschen komisch. Da oben ist irgendwie eine Maus am Abgehen, die sich überschlägt irgendwie. Vorhin schön Frikadellen gemacht. Nach Falkes eigenem Rezept. Dazu Bacon gebraten und dann ganz klassisch mit Gurke, Tomate, Käse und Salat und nochmal ab in den Ofen. Das Wichtige ist ja, und die Frage ist, was für eine Soße. So ein Burger steht und fällt mit der Soße. Ist wahr. Und natürlich, wenn denn Fleisch drauf ist, also wenn es kein Veggie-Burger ist, dann natürlich auch schon ziemlich krass mit
dem Fleisch. Aber klingt sehr lecker. Ich finde, klassisch ist nicht verkehrt. Machen wir auch öfter mal. Seit der Corona-Zeit sogar wesentlich öfter mal. Ja, also man muss echt sagen, wir wollten uns ein bisschen umstellen, ernährungsmäßig auf gesünder. Und ich würde sagen, es hat sich eher in die andere Richtung umgeschlagen. Nee, nur Senf und Ketchup bei mir. Ja, tatsächlich mache ich meistens beim Klassischen, mache ich uns auch meistens Senf, Ketchup, verquirl das so und rauf da. Und oben entweder tatsächlich, Schande über mich, fertige Burgersoße von Knorr oder so ein Kack. Da gibt es ja genug Varianten, die sind okay. Ansonsten habe ich ein ziemlich gutes Rezept für eine eigene. Die ist sehr lecker, aber muss man natürlich selber machen, ne? Muss man natürlich sagen. Fogo sieht manchmal aus, als müsste er dringend aufs Klo. Ja, ich glaube, der muss auch, aber er kann halt nicht weg, weißt du? Er muss halt nicht weg. Bei wem nicht? Ja, das ist echt die Frage. Also, ich muss kurz noch erzählen, es hilft jetzt ja nichts. Wir schnacken kurz. Ich war heute in der Firma kurz. Wir haben ja zwar eigentlich, Corona-Wampe ist da. Es geht bei mir, tatsächlich. Also, ich habe mich gerade eben mal gewogen, nach geraumer Zeit, das nicht liegt, weil ich dachte, ich will es lieber nicht machen. Habe ich gerade gewogen und ich habe nicht mal ein ganzes Kilo zugenommen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für die ganze Fresserei. Bin ich sehr zufrieden. Aber ich war heute bei der Firma auch und ein Kollege von mir meinte halt auch so, ja, keine Ahnung. Also, seit dieser Corona-Kiste trinke ich sehr viel Wein. Jeden Abend Wein. Das, ja, irgendwie, es ist schrecklich. Und ich dachte also, muss man eigentlich mit aufhören mit dem ganzen Kram. Aber, ne. Da geht es den Menschen wie den Leuten mit gesunder Ernährung. Nee, nicht mal ein Kilo. Ja, ein Glück, aber ich esse auch, ich mache dieses, Intervallfasten. Da versuche ich mich dran zu halten. Das klappt nicht immer so wie jetzt heute, aber in der Regel klappt das ganz gut. Ich trinke sogar morgens meinen Kaffee dann jetzt schwarz, weil Milch ist ja böse. Wie wissen wir ja, Milch ist Gift. So, ich guck mich mal weiter um. So, wir haben jetzt hier einen Teekessel. Heiß. Oh, okay, den können wir nicht einfach so mitnehmen. Ich versuch's trotzdem mal. Ach, das ist ein Hamster. Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Habe ich mal eine Conroy-Puppe? Wenn wir jetzt die Conroy-Puppe noch hätten, ne? Das wäre wie so ein Topflappen. Zack, hetzte. Aber nein, Conroy-Puppe haben wir nicht. So, ich muss mich leider schon verabschieden. Oh, schade, schade. Wecker. Oh, 3.10 Uhr. Okay, du bist entschuldigt. Wünsche euch noch einen schönen Rätselabend und bis zum nächsten Mal. Ja, wie gesagt, landet auch auf YouTube. Habe ich ja letztes Mal auch versprochen, dass ich das sofort mache. Habe ich bis heute noch nicht geschafft, weil... Ne? Aber, geht los. Ja, Burger ging heute mal. Bei uns ist das konsequent ein bis zweimal Fleisch in der Woche, nicht mehr. Ist ja auch eine gute Einstellung. Finde ich eine gute Einstellung. Zählt Fisch zu Fleisch? Frage für einen Freund. Vogel? Der ist versandbereit verpackt. Oh Gott, das ist süß. Nein, das wäre Kidnapping. Das wäre Birdnapping. Okay. So, wir haben einen Teekessel, wir haben einen süßen Vogel. Wir haben den Typen, der an allem schnüffeln mag. Die Conroy-Puppe, die war mega. Ich vermisse sie ein bisschen. So, Ticket Omat. Mal sehen. Hier kann ich Tickets für die Seilbahn kaufen. Okay. Hallo? Hallo. Ich, hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode Pistazie 404. Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was klappen? Natürlich nicht. Robert? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert, Flötennase! Psst, Laura? Laura, bist du das? Tano fällt auf. Oh nein, nicht die! Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es! Flötennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Okay, ist mal gut. Ich bin ans Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Flötennase. Ich hab so gehofft, dass ich dich hier finde. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich hab Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja. Ja. Dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen.
Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche ein Seilbahnticket. Laden. Oh, okay, wir haben gewechselt. Können wir jetzt wieder zurückwechseln, wenn wir mit ihr, wenn wir da jetzt das, eben nochmal gucken, ob er jetzt zurückwechseln kann? Der führt bestimmt in die Haupthalle, zu Robert. Nee. Robert hat einen Plan. finde es ja immer noch schade, dass die abgenudelte Conroy-Puppe nicht die Lösung für das Ende war. Ja, muss ich zustimmen. Hätte ich geil gefunden. Hätte ich, also wenn ich es programmiert, also wenn ich der Game-Designer, Entwickler, Programmierer dieses Games gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Weil die hat uns die ganze Zeit beglitten. Es war für mich wirklich emotional schwer, sie zurückzulassen. Es war schwer. Warum gibt es hier keine Emil-Puppe? So, dann müssen wir jetzt wohl erstmal das lösen. Oh Gottes Willen, was ist das? Bohrtiere. Es gibt immer seltsame Tiere. Irgendwelche Käfer, die man beleidigen muss, damit sie heiß werden. Mal sehen, was bei den Bohrtieren abgeht. Wahrscheinlich muss man sie beschmeicheln, damit sie loslegen. Mal gucken. Oh, Bohrtiere. Ich hatte eins, als ich klein war. Die Viecher lieben Sägespäne. Okay. Oh, Bohrtiere. Ich wollte eigentlich jetzt eins nehmen. Ich sehe sie schon. Die Viecher lieben Sägespäne. So, warte. Nimm mal eine. Streicheln ist keine so gute Idee. Warum nicht? Die sehen süß aus. Sägespäne. So viel zu sehen. Laura ist cool. Okay, wir haben Sägespäne. Jetzt nehmen wir Sägespäne und geben sie den Bohrtieren. Okay. Ja, das schmeckt nicht wahr. Okay. Bohren. Nee, scheiße. Zum Glück habt ihr nicht gesehen, dass hier gerade ein Achievement hochgekommen ist und ich so einen hohen IQ habe, dass ich nicht in der Lage bin, das erste Wort richtig zu lesen. Das läuft bei mir. Was ist hier los? Fühlt sich ziemlich warm an. Okay. So viel zu sehen. Also, wir haben eine Heizung, wir haben Sägespäne. Wir haben da oben eine Wollmaus. Könnt ihr sie sehen? Ja, ihr könnt sie sehen. Wie ist denn die Wollmaus hier hingekommen? Nimm sie. Yes, wir haben wieder eine Wollmaus. Oh, guck mal, ich kann auch zu Robert zurückwechseln. Okay. Sieht hier auch irgendwie ein bisschen aus wie so ein Gesicht, ne? Eine Schüssel. Ich habe ein bisschen Angst, ob wir jetzt tatsächlich dann auch Robert Sachen hochschicken können und wir jetzt mit drei Leuten ein Rätsel machen müssen. Dann haben wir Laura, Robert und noch Huck. Drei Leute. Drei Leute. Oder wie unser Flötennasenkollege sagen würde, vier Leute. Das ist ja bekloppt. Wie soll ich das denn alles in mein Gehirn reinrendern? Das schaffe ich ja niemals. Aber ihr seid ja mit dabei. Ihr seid ja mit dabei. Versteck. Mal ansehen. Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Okay, können wir das Versteck mitnehmen? Nein, ich habe mich lange genug versteckt. Okay. Rote Stecker. Interessant. Findest du? Dann nehmen wir sie. Hat die Form von dem Schrof, die Maschine, habe ich auch gedacht. Aber die Frage, dem Schrof oder der Schrofine? Ich glaube eher dem männlichen Schrof. Pfeil hoch, Pfeil runter. So ein bisschen. Ja. Okay. Dann haben wir hier einen Knopf. Er ist rot und was macht man mit Knöpfen? Man drückt sie. Damit kann ich neue Pakete anfordern. Geh dann mal los. Üb. Und weg ist das Paket. Das aktiviert den Greifarm für die Pakete. Alles mit Versandaufkleber wird abtransportiert. Drück mal drauf. Okay. Paketausgabe. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Außer diese Serviceklappe mal angucken. Vielleicht kann ich hier den Ticketautomaten reparieren. Jo, mach mal auf das Ding, ne? Oh Gottes Willen. Oh, Stecker. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Für irgendwas müssen die ja gut sein. Ach, guck mal da. Tatsache. Nimm den mal wieder. Also wir müssen erstmal rausfinden, wo was für Stecker rein müssen. Der Lippenstift fehlt. Ja. Notfalltelefon. Hallo, können wir miteinander... Ja, hallo?
Ich stehe hier gerade vor dem Steckfeld vom Ticketautomaten. Irgendwer hat hier alles kaputt gemacht und ich bräuchte Hilfe. Also ich habe hier, bunte Stecker. Wenn Sie mir schnell verraten, was wohin gehört, sind Sie mich gleich los. Hallo. Danke, dass Sie die Technik-Hotline angerufen haben. Leider befinden sich die Kollegen der technischen Unterstützung gerade im Urlaub. Ach, das in einem Gespräch. Mein Name ist Mysteriosa, das Medium. Wie kann ich Ihnen helfen? Medium? Ich brauche technische Unterstützung. Ich spüre deine große Unruhe in dir. Willst du darüber reden? Nein, ehrlich gesagt würde ich einfach gerne über diesen dummen Steckplan reden. Oh, und jetzt spüre ich Wut. Ja, ich spüre auch Wut. Oh, Moment. Ich bekomme da gerade eine Nachricht durch meine magischen Papierschnipsel. Mhm. Willst du die Verbindungen wieder im ewigen Kreis der Energie einbinden? Ja. Ich will ein verdammtes Steckfeld reparieren. So musst du zuerst deine Seele mit den Elementen in Einklang bringen. Fluss, Erde, Licht, Wind und eine geheimnisvolle letzte Verbindung. Liebe. Das darf doch alles nicht wahr sein. Okay. Das klingt für mich eher nach ganz anderem Gewerbe. Du, ne? Man muss gucken, wo man bleibt, ne? Fangen wir mal an mit dem Fluss. Was denn für ein Fluss? Der Fluss deiner Seele, natürlich. Natürlich. Ich sehe deine Seele. Dein Lebensfluss entspringt energetisch aus den unendlichen Weiten und mündet leise gurgelnd in der humanen Spalte. Was für eine Spalte? Humane Spalte? Die humane. Boah! Spalte. Wo ist dieser Fluss? Ich habe nicht übel Lust, mich zu ertränken. Also jetzt klingt's für mich auf nach einem anderen Gewerbe. Also Unendlichkeit würde ich ja mal hier sagen. Und dafür bräuchten wir jetzt Blau. Ich lege jetzt auf. Ich höre nicht. Später. Ich lege jetzt auf. Oh, ich werde ganz bestimmt nicht nochmal anrufen. Oh, doch, wirst du. Doch, ich denke schon. Mhm. Die humane Spalte, meine Freunde. So, jetzt nehmen wir erstmal hier die blauen Stecker. Okay. Also, Fluss, einmal hier. Ich würde jetzt ja das hier als humane Spalte ansehen. Würdet ihr das auch als... Oder ist das die humane Spalte? Das sieht also sehr nach einer humanen Spalte aus. Alter Focko. Das sieht aus, als würde uns jemand seine humane Spalte gerade präsentieren. Oder nicht? Also jetzt ist die Frage. Ist das die humane Spalte? Oder ist das die humane Spalte? Ich frage jetzt mal in den Chat, was würdet ihr eher als eine... Ich bin jetzt nicht der so humanen Spaltenexperte, deswegen frage ich mal. Kennt sich da einer aus? Kann mir einer sagen, was jetzt eher die humane Spalte ist? Also, ne? Das hier sieht für mich auch aus wie der humane Wurstschwengel, oder? Also... Das zweite? Also doch das hier. Es könnten natürlich auch irgendwelche Berge sein, aber ich würde auch, also... Das hier sieht halt auch aus wie eine Spalte, ne? Oh, es könnte auch eine Klippe... Ich weiß es nicht. Das erste in der dritten Zeile. Unten links. Das siebte Symbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die humane Spalte, ich würde zum unteren tendieren. Da Abstand zwischen den beiden ist, ja. Nehmen wir erstmal das. Wir nehmen erstmal das, wir gucken weiter. Okay. Humane Spalte ist geklärt, wir sehen es dann gleich. Dann weiter geht's. Hallo, ich bin's nochmal. Hallo. Ich weiß. Hallo. So, Erde. Okay, also Erde. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz... Ich sehe deine Vergangenheit. Und los geht's. Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln. Doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Wurzeln. Aber darum habe ich doch beim Technik-Support angerufen. Wurzeln und ich kann nicht zurück. Okay. Schauen wir mal.
Ich spüre, dass du eine gequälte Seele in Not bist. Tschüss. Tschüss. Okay, also. Wurzel, also nicht zurück, würde ich ja hier sagen. Das sieht für mich aus wie, zack, es gibt kein Zurück. Aber was sind die Wurzeln? Das könnten Wurzeln sein, das könnten Wurzeln sein. Das könnte vielleicht auch eine Wurzel sein. 4 und 9. 4, 1, 2, 3, 4. Das würde ich auch als Wurzel sehen. 4 und 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das als Wurzel. Aber das ist doch nicht zurück. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist nicht zurück. Du kannst nicht zurück, deswegen, man will mit dem Pfeil zurück und dann so ein X geht nicht zurück. Würde auch das zwischen den Blauen sagen. Okay, würde ich auch sagen. Das sieht auch echt aus wie eine Wurzel. Bums. Okay. Okay, nächstes. Dann rufen wir sie mal wieder an, oder was? Auf geht's. Ich bin's wieder. Ja, mein Kind. Hallo. Hören Sie? Licht. Okay. Also, Licht. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes, ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die geheimnisvollen Botschaften aus der Zwischenwelt. Nein, du! Du machst überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Medium. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Diese Gabe hat mich erwählt. Gabe? Ja, klar. Okay. Wenn du hell sehen kannst, wie ist mein Name? Laura. Oh. Oh. Okay, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich überhaupt keinen Plan. Ich würde sagen, Zylinderwald, da könnte ich mir das noch vorstellen. Dass das hier ein Zylinderwald sein soll? Verlieren ist 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das könnte Verlieren sein. Und das wäre der Zylinderwald. Oder? Sieht aus wie zwei Zylinder. Da bin ich wieder. Klar, klar. Agude. Agude. Ich will nichts sagen. Klar, klar. Morgen gibt es bei mir Käsespätzle. Das kommt doch da. Ist doch da unten, oder was? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich schab sie nicht selber, das gebe ich zu. Ich habe erst überlegt, aber ich hatte noch eine Packung Fertigspätzle, die laufen bald ab. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas damit machen. Machen wir Käsespätzle. Frische aber. Wenigstens frische aus dem Tiefkühlgedönse. Ne? Die getrockneten, das geht gar nicht. Also, ich würde sagen, das und das, ja? Oder? Erstmal, das erstmal machen. Wenn das dann nicht passt, gucken wir gleich mal. Ich spüre, dass du eine gequälte Seele in Not bist. Das ist korrekt. Das ist Tschüss. Korrekt. Okay. So und so. Und so. Wir sehen ja gleich, ob es passt oder nicht. Ja, mein Kind. Ich mag sie. Ich fühle mit. Dann kommt jetzt mal der Wind. Käsespätzle kommen doch aus Bavi, oder nicht? Ja. Ich möchte nichts sagen, aber ich habe in Geografie 15 Punkte gehabt im Abi. Also reden wir nicht drüber, ja? Es läuft bei mir. Ich weiß schon Bescheid. Und was ist mit Wind? Ich sehe deinen Willen. Mhm. Den sieht man von Ober- bis Unterasposien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Was könnte das heißen? Das ist das und das. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel mir mitteilen. Papierschnipsel? Aus dem Schwabländle. Genau. Ich habe die Gebrauchsanleitung zerschnippelt und jetzt kann ich damit wunderbar die Zukunft voraussagen. Oh nein! Okay, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. So, ich würde sagen, das und das, ne? Sind wir uns einig, oder? Ich spüre, dass du eine gequälte Seele in Not bist. Korrekt, das ist korrekt. Tschüss. Tschüss.
So. Und so. Die Sache ist, wir haben noch 2 Stecker, aber noch 4 Slots. Ich hab mir gerade echt in den Kopf gefasst. Ja, das war so geil. Ich hab mir die Betriebsanleitung zerrissen, damit ich, ne, Schnipsel hab, weißt du? So gut. Uns fehlen auf jeden Fall noch 2 so eine Knöpfe da. Das ist ein bisschen doof. Aber das sehen wir dann. Vielleicht braucht man die auch nicht. Vielleicht sind die Backup oder so. I don't know. Ich bin's wieder. Ja, mein Kind. Ich frage noch mal eben wegen der Liebe. Ich bringe euch Liebe. Alles klar. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe... Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt machen. Ich habe aber nur eine negative Einstellung. Ja. Das war alles? Das Plus und was dann? Ach so, wahrscheinlich Plus und Negativ. Beide hier, oder? Plus und Minus? Weil wir hatten, sie hat ja nur 1 gesagt. Wir machen nochmal. Also eine positive Einstellung macht sich bezahlt. Ah, nein. So ist es. Plus und Geld. Das Plus ist und das Geld. Erste Mal, dass du Sinn machst. Plus und Geld. Plus und Geld. Okay. Ich spüre, dass du eine gequälte Seele. Oh, man kann das mehrmals anquatschen. Es wird wahrscheinlich einfacher geworden. Tschüss. Aber wir haben es immer first try gemacht, weil wir krass drauf sind. Okay. Also, positiv, Plus und Geld. Und dann geht es schon. First try. Ich bin stolz auf uns. Das haben wir gut gemacht. Es leuchtet. Die sind auch wieder glücklich hier. Vor allen Dingen, er sieht sehr glücklich aus. Sehr schön. Gut. Das war's, glaube ich. Wir sind ja hochbegabt. So sieht's aus. Läuft das Ding jetzt? Robert? Er hört mich nicht. Scheint aber zu laufen. Da ist Strom wieder an. Das ist gut. Das ist gut. Okay, mehr geht jetzt hier erstmal noch nicht, würde ich sagen. Hier geht's mal wieder zu Robert. Das haben wir echt gut gemacht. Oh Gott. Hoala. Ach, ein Hoala. Okay. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. What the fuck is happening here? Gute! Der Gute. Was ist hier denn los? Oh Gott, das überfordert mich gerade. Wirklich, das ist verwirrend. Okay. Reden wir erstmal mit der Wache. Sie hat Süßigkeiten. Wir brauchen die Süßigkeiten. Noch einer, der auf Klo. Mir wird schlecht. Das ist wirklich ein bisschen verwirrend jetzt so. Es ist sehr komisch. Oh, er wirft die auch durch die Gegend. Er ist ein Angeber. Oh. Die Wache kontrolliert anscheinend die Fahrgäste. Hallo. Hallo, Sicherheitscheck. Einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Oh, ich wollte gar nicht mitfahren. Ich wollte nur gucken. Ach so, ja dann viel Spaß. Keine Schwerkraft. Nee, Schmerdi. Die Welt von denen ist eine Kugel und da kann man dann drin rumlaufen und deswegen dieses Gebäude scheint irgendwie im Zentrum der Kugel zu sein. Wir sind ja jetzt in Zentropolis oder wie das heißt, deswegen ist hier alles so noch enger beieinander, deswegen kann er jetzt hier stehen. Also es ist irgendwie schon Schwerkraft da, aber sie ist sehr, sehr rund. Heute schon Fahrrad gefahren? Nee, keine Zeit gehabt. Morgen wieder. Tatsächlich habe ich heute auch, mein einziger Sport, den ich heute gemacht habe, ist Fahrradfahren. Nee, gar nicht wahr. Ich bin im Auto gefahren. Oh, Kacke. Mein einziger Sport heute war, sich durch Edeka zu quälen. Das war alles. Das war mein Sport heute. Das war's. Aber morgen wieder. Morgen wieder. Sport. Ich laufe morgen auch wieder ein paar Kilometer. Ja, du musst in dieser Corona-Zeit ein bisschen Bewegung reinkriegen. Das hilft nichts. Ne? Morgen ist bei mir Rasenmähen angesagt. Das ist Sport. Das ist bei unserem Rasen, ist ein Sport. Fahrt. Ich will nach Altaspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Mm-mm. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Altaspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen.
Aber wenn ihr nach Altaspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Ah, deswegen brauchen wir den Käfig. Deswegen müssen wir den Typen davon überzeugen, dass er nach Hause geht und den Vogel freilässt. Und ein Platz muss frei sein. Momentan sind alle Plätze belegt. Das heißt, wir müssen ihn, der offensichtlich pissen muss, so wie das aussieht. Er wirkt auch ein bisschen gestresst. Also guck dir mal sein Auge an. Ich muss so pissen. 100 pro muss der pinkeln. Den müssen wir davon überzeugen. Und das ist überkickt, dass er aufs Klo muss. Ne? Und dann haben wir es schon. Da geht es schon. Platz frei in der Gondel. Hack eben einen Käfig kriegen und dann läuft die Kiste. Warum ist alles kopfüber? Das habe ich gerade erklärt. Was bräuchte ich nochmal, wenn ich nach Altaspen will? Ihr braucht ein Ticket, es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Und ihr müsst eure Taube als Gepäck aufgeben. Jo. Nasenkontrolle, wie laufen die? Kannst du das mir ein bisschen erklären, wie das abgeht? Es gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Und alle anderen müssen sich untersuchen lassen? Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. So ist das. Also wir müssen uns auch selber noch als Conroyalist verkleiden. Das gibt ein bisschen was zu tun hier, Ticket. Wo bekommt man hier Tickets? Am Automaten. Aber der ist kaputt. Ansonsten könnt ihr sie auch am Schalter kaufen. Aber der hat nur jeden zweiten Donnerstag an einem Monat geöffnet, der mit einem M anfängt. Und dann auch nur für 5 Minuten. Und der ist auch nicht hier, sondern auf der anderen Seite Asposiens in einer Höhle im Wald, zu der man nur zu Fuß kommt. Okay, danke. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Klingt, logisch. Vogelaufgabe. Kann ich meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren oder gar nicht. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Alles klar, weitermachen. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. So, was gibt's hier noch zu gucken? Ein Schild. Nach Altaspen. Trinkpäckchen. Halt! Nasenkontrolle! Oh je. Ich wollte doch nur gucken. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Kann ich denn mit ihm schnacken? Oder brauchen wir da auch Nasenkontrolle? Halt! Nasenkontrolle! Alles klar. Oh je. Hack ist geil drauf. Okay, so, dann danke. Dann sind wir jetzt mal durch. Zu Diensten, ja. Hier brauchen wir Nasenkontrolle. Mit seinen Süßigkeiten geht gar nichts. Die müssen wir wahrscheinlich Hack fangen lassen oder so, wenn er die hochwirft. Plakat. Erstmal gucken, was hier abgeht. Allgemeine Beförderungsbestimmungen. Zutritt nur mit gültigem Ticket. Freie Plätze nur, solange der Vorrat reicht. Tiere sind in einem genormten Käfig als Gepäck aufzugeben. Halten Sie sich an die maximale Flüssigkeitsmenge. Das hat er nicht so gut hingekriegt. Willst du mitnehmen? Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Das hat sich auch in den zweiten Teil noch mit reingezogen. Alles klar. Oh, hier, Urlaubsplakat. Erleben Sie den Huala in seiner natürlichen Umgebung. Ja. Das hört sich romantisch an. Da fahre ich mit Laura hin, wenn diese ganze Sache vorbei ist. So, dann erstmal wieder nach unten, bitte. Ach, alles ist wieder normal. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Lüftungsrohr direkt über dem Vogel. Sollten wir uns mal merken. So, wir versuchen mal ein Ticket zu ziehen. Das müsste jetzt ja eigentlich gehen. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Altaspen. Ticket wird gedruckt. Bip-bop-bip. Bitteschön. Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben.
Danke, Automat. Keine Ursache, Robert. Oh. Woher kennt er meinen Namen? So, wir haben Wechselgeld. Wie sieht das denn aus? Und ein Ticket. Das ist die Währung Aspusiens. Warum, weiß keiner so genau. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das sieht etwas seltsam aus. Das verwirrt mich. Das verwirrt mein Drachenhirn komplett. Wie er einfach das Spiel synchron sprechen kann. Was? Oala. Nein? Ach, deswegen ist er nach oben gelatscht. So war es beim ersten Mal. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Okay, können wir den mal nehmen? Da lasse ich lieber die Finger von. Oh, wie hübsch. Dieser Haken ist wunderschön. Nimm mal mit. Was soll ich denn aufhängen? Das weiß ich noch nicht. Okay, können wir dahin mit ihm reden? Nein, 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 Robert, nein. Halt! Nas! Ja, weiß ich doch schon. Abbrechen, abbrechen! Okay, dann danke. Still! Wir gehen erstmal wieder nach unten. So. Okay, wir haben ja einiges zu tun. Was war hier noch? Da ist noch mehr. Oh Gott, es gibt noch mehr. Unfassbar. Erste-Hilfe-Kasten. Ansehen. Das würde sicher niemand vermissen. Nee, nimm mal mit. Ach du Scheiße. Das könnte praktisch werden. Okay, wir haben eine Spritze. Was ist denn da drin? Die ist leer. Und Heilkräuter. Oh, Kräuter. Das riecht wie der Kräutergarten meiner Frau. Aufgekocht entfalten die bestimmt erst so richtig ihr Aroma. Okay. In den Teekessel. Ich hoffe, die Kräuter verbrennen nicht. Das hoffe ich auch. Ich würde sagen, wir nehmen mal mit der Spritze ein bisschen Wasser vom Boden auf, aus der Pfütze. Und dann... Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Und das spritzen wir jetzt in den Teekessel rein. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Alles direkt verdampft. Wir müssen ihn jetzt anhalten, dass der Hoala aufhört, sich zu drehen. Kräuter in Kessel, genau. Und wenn er aufhört, sich zu... Kann ich das mir ansehen? Was steht denn da drauf? Nein, nein, Robert, nein! Ach, geht doch nicht wieder ganz nach oben jetzt. Wirklich interessant. Ich dachte, da steht irgendwas über Koala, Hoalas. Na gut, wir gucken uns mal weiter um. Alles klar. Toilettentür. Wirklich interessant. Robert fancyt einfach über alles ab. Das ist ein Türknopf. Ausgezeichnet. Wirklich nicht. Hast du schon ein Ticket? Jawohl, Ticket haben wir schon. Das läuft. Da komme ich doch her. Geh doch mal dahin. Nach Wollingen. Also mehr geht hier nicht. Jetzt beginnt es. Versuchen wir mal mit Hack. War gerade Kind ins Bett bringen. Hab was verpasst. Du, gar kein Problem. Gar kein Problem. Jetzt sehen wir mal Hack. Vielleicht kann Hack irgendwas mit dem Hoala machen. Gewalt ist keine Lösung. Warum nicht? Okay, das bringt nichts. Komm, Realist. Ksch. Bleib aus Fokus Reichweite. Hack, hör auf, da drauf rumzuhacken. Da drauf? Das ist ein Typ. Moment. Das ist Haribert's Versandkäfig. Noch. Bald gehört er mir. Hack, geh mal nach oben. Hack möchte nicht nach oben. Vorsicht! Flieg da besser nicht zu nah dran. Hack, bist du das? Meinst du,
du, du kannst irgendwie hier zu mir rüberkommen? Stimmt. Aber warum wird hier die Lüftungs... Okay. Man kann das Lüftungsrohr drehen. Guck mal, da. Und jetzt müssen wir das auf Saugen stellen. Das müssen wir irgendwie auf Saugen stellen. Dann wird die Süßigkeit angesaugt. Dann hat die Süßigkeit auffangen. Nee, ich glaube, hier müssen wir irgendwie saugen. Und dann saugt er nämlich die Süßigkeit daran. Und dann kann Hack das umdrehen. Dann wird das dann müssen wir auf Husten stellen oder so. Und dann kann Robert sich das nehmen. Aber wie kommen wir zu ihr runter? Bitte nennen Sie Ihr Reiseziel. Kann Laura die Stricknadel in das Hamsterrad stecken? Stricknadel. Laura hat keine Stricknadeln, aber wir haben eine Schüssel, wir haben eine Wollmaus. Und wo ist... Hier. Das ist der Lüftungsschacht. Mal gucken. Der führt bestimmt in die Haupthalle. Zu Robert. Pfeil hoch. Jetzt pustet das Ding. Ah, Pfeil runter. Leicht verwirrt. Oh, da wurde ein Karamellbonbon angesaugt. Paketausgabe, kannst du das da reintun? Wenn ich Robert etwas schicken möchte, muss ich einen anderen Weg finden. Ja, warte. Das kriegen wir hin. Hack, bitte einmal wieder drehen. Ich möchte nicht, dass es wegfliegt. Wenn ich Robert etwas schicken möchte, muss ich einen anderen Weg finden. Wie können wir Robert jetzt was schicken? Vielleicht können wir jetzt nochmal saugen. Ich möchte nicht, dass sie wegfliegen. Kontakt nicht über das Gepäckfach zu Laura, habe ich auch gedacht. Ob die Schüssel wohl durchpasst? Auf geht's! Das möchte ich nicht verschicken. Nein. Wollmaus? Die Wollmaus könnte durch das Gitter passen. Okay, ich habe eine Wollmaus hochgeschickt, nicht schlecht. Kommt die da jetzt rausgeplumpst oder was? Oh. Die Frage ist, was machen wir mit der Wollmaus? Will er daran riechen vielleicht? Das erinnert mich an zu Hause. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Ach so. Dinge hat er da. Was machen wir denn mit der Wollmaus? In die Pfütze drücken? Tatsache. Oh, da kommt ganz schön viel Wasser raus. Nach Zitrone riechendes Wasser. Wollmaus als Schwamm benutzen. Der Falke, du, der hat's auch erkannt. Kann man die... Alle kamen sie an. Ihr seid nicht schlecht. Ihr seid nicht schlecht. Da wird gleich eine Verzögerung, deswegen. Habt ihr noch nicht gesehen, dass ich das auch die Idee hatte? Oh, das riecht ein kleines bisschen nach meiner Frau. Eure Frau riecht nach nasser Wolle? Nach Zitrone. In den Kessel drücken. Stillhalten. Das riecht nach Kräutern und Zitrone. Foggo hört ein Pfeifen. Oh. Flötenhase. Ja. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Foggo irre.
Momo ist komplett am Ausrasten. Gib mal her das Ding. Nein, er hat vielleicht diese beeindruckende Sonnenbrille auf. Aber er ist nicht blind. Noch nicht. Okay. So, es ist jetzt 22:01. Es ist eigentlich eine Zeit, jetzt zu brechen. Wie sieht das denn aus bei euch? Geht noch ein Stündchen? Schaffen wir noch ein Stündchen oder eher nicht? Ich frage für einen Freund. Ist da noch jemand? Ja, es geht noch. Logisch, geht noch. Ja, siehst du. Dann werden wir wohl noch ein Stückchen machen. Wir sind zwar schon geschrumpft, also uns haben schon einige verlassen, aber geht wohl noch, ne? Na gut, dann machen wir aber jetzt erstmal wieder ganz entspannte 5 Minuten Pause. Dann könnt ihr euch wieder mit was zu trinken versorgen. Pipi machen. Knapper rein und so. Geht noch, ich richte mich nach dir, Fuchs. Bzw. nach euch. Ja, dann machen wir noch eine kleine Runde. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber ich bin nicht allein und mit euch zusammen, dann klappt das schon. Dann geht das schon. Dann kurz 5 Minuten Pause und dann geht das gleich weiter. Bis gleich.